Lieben, willkommen zurück zu Stellaris und ja, hier stehen wir nun mit unserem unfassbar großen Weltreich. Es gibt so viel zu micromanagen, also es ist wirklich brutal. Ich habe jetzt mal tatsächlich geschaut, dass wir die Waffen auch entsprechend anpassen und es waren ein, zwei Sachen da, die nicht automatisch abgegradet wurden, da muss man dann schon gucken. Also da muss man gucken, zum Beispiel Plasma Laser, wenn man ganz kurz reingeht, Flottenmanager und mal, nein, Blödsinn. Den Schiffsdesigner reingeht, wenn ihr die Festung anguckt, da war hier der mittlere Plasmabeschleuniger, da war aber noch der Stufe 1 drauf, obwohl wir automatische Verbesserungen haben und alles. Gell? Also ja, der Rest hier passt. Wenn wir dann auf Tier 6 kommen mit der Gauss-Kanone und so weiter, gell, auch mit den Lasern mal, dann müssen wir die von Hand anpassen. Das dürfen wir bitte auf keinen Fall vergessen, sonst ist ja die ganze Technik für die Katz. So, das war das Wort zum Sonntag. Ship augmentations completed. Und jetzt bewegen wir uns hier hinab. Ship augmentations completed. Abgeschirmter Planet. Voldop 5A sendet eine undurchdringliche Energiebarriere aus, die den Planeten umgibt, den er umkreist. Die genaue Quelle der Barriere ist schwer zu lokalisieren, scheint jedoch irgendwo tief unter der unfruchtbaren Oberfläche des Mondes zu liegen. In einem der größten Krater des Mondes befinden sich antike Ruinen, die einst vermutlich eine große Militärbasis gewesen sein muss. Sie könnten einige Antworten enthalten. Kurios. Archäologische Stätte des Typs Mondbasis auf Voldop 5a. Gehen wir mal auf Voldop 5a hin. Können wir die... Ship augmentations completed. Können wir die archäologische Stätte... nicht gleich ausgraben, Schwierigkeit 3. Ship augmentations completed. Gucken wir gleich mal rein. Voldop 5a. Oh, ich bin schon wieder zu doof. Hier, Mondbasis, war das das? Ja. Ja, also, wissen wir ja die Fundstelle hier. Entschuldigung. So. Der Ausschlag beim Aufnehmen, der ist unfassbar. Ja. Achso, wir sollten es vielleicht erstmal weiter. Special Project complete. Kristallwesen sind unzerbrechlich. Die Kristallwesen sind wahrscheinlich am Leben. Ein vielleicht passenderer Name zur Beschreibung ist belebte Silikatmaterie, da sie wenig mit dem biologischen oder traditionell künstlichen Leben gemein haben. Traditionell künstlichen, okay. Die Wesen scheinen sich nicht zu paaren und wir haben auch noch keine Kristalle beobachten können, die erkennbar älter oder jünger als andere sind. Im Gegensatz zu einer früheren Hypothese schienen die Verschiebungen des Farbtons zwischen den einzelnen Kristallwesen nicht mit ihrem Alter zusammenzuhängen, sondern mit ihrer latenten inneren Ladung, die bei Gefahr in kräftigen Schüben entfesselt werden kann. Und es scheint, als ob sporadische Schwankungen in dieser Ladung die Brechungseigenschaften des Kristalls verändern. Sehr cool. Ich habe gestern das wieder gelesen, da ging es um Parteien und denen ihre Parteigrundsätze und so weiter. Und man soll kurze Sätze machen. Und der Satz hier, der geht von hier bis nach unten. Ein einziger Satz ist schlecht. Also, ich meine, was heißt schlecht? Gegossene Kristallplatte, klar. Militärische Anwendung machen wir natürlich. Ja. Mit ist schlecht meine ich natürlich, ist unübersichtlich. Ship augmentations so, completed. System erkunden. Also, kann ja teilweise gar niemand verstehen. Was auch schlimm ist, wenn man Fremdwörter benutzt, die aber nicht erklärt. Wenn man die einfach hinstellt und ja. Und die nicht benutzt, dann ist das ein Problem. Hier, meine Freunde, fliegt hier rüber. Wir möchten nicht im feindlichen Gebiet uns aufhalten. Das möchten wir ungern nur. Also die kommen jetzt hier hoch. Dann wird da oben dann gucken wir, was wir da merchen können. Wenn wir überhaupt was merchen können. Wir werden wohl kaum alle merchen können. Ship augmentations completed. Na, wo ist diese? Hier die Haller-Flotte, die hier, oh, null. Habt ihr das gerade gesehen? Aber gut, die wird hier. Nee, auch nicht. Na dann komm. Technological acquisition successful. Was haben wir erforscht? Die Ingenieurforschung nochmal um 20% erhöht. Perfekt, das wird langsam richtig gut. Ja, das wird richtig gut. Hier, Baugeschwindigkeit
Schlachtschiff plus 25%. Also, es wird 25% schneller gebaut, ja, ganz komisch. Ich würde da jetzt ansehen, dass man sagt, die Gesamtgeschwindigkeit beträgt minus 25%, okay, aber man tut es, man baut es schneller. Ja. Von daher passt es dann schon. Jetzt sind jetzt aber hier diese gegossenen Platten. Ich weiß gar nicht, ob die uns jetzt überhaupt in dem Moment, in dem Zeitpunkt gerade noch viel bringen, aber das Schlachtschiff möchten wir doch mal schneller bauen. Und wir möchten, Planetary Settlement Procedure. Wir möchten auch nicht weniger bezahlen dafür. Ist ja auch klar. Oh Leute, was ist los? Geht's euch besser jetzt, ja? Fühlt ihr euch jetzt gut? Na dann. Na, immer schön. Ship augmentations completed. Immer schön an den Ölwechsel denken. Also, hier unten bauen wir uns auf gegen die Uwa Xavani von absolute Schwächlinge, aber hier bei der Singularität. Ship augmentations completed. Genau. Da, ja. Da gehen wir mal ein bisschen uns, wie sagt man so, ausbreiten und sollten vielleicht auch, Ship dann augmentations verbessern. Completed. Was haltet ihr davon, wenn wir das auch mal verbessern dann? So. Donga Prime. Oh, Donga Prime. Ship augmentations completed. Donga Prime, mein lieber Mann. Ship augmentations completed. Ist ja richtig schön. Construction complete. Ja, ich finde, ja, wir haben ja was bei Mineralien betrifft. Construction complete. Haben wir gar kein Problem. Also, null Probleme. So, was haben wir noch gebaut? Ne, hier. Ey. Okay. Planetary Settlement Procedure initiated. Ach, meine lieben Freunde, sag, geh mal hier hin. Sternbasis bauen. Ja, also wir holen uns alles, was in irgendeiner Form möglich ist zu holen. Technological acquisition successful. Okay. Aufstiegsvorteil verfügbar. Warum auch immer wir jetzt einen Aufstiegsvorteil bekommen haben, bin mir nicht ganz sicher, aber das macht nichts aus. So, jedenfalls die Dominierung machen wir. Protokolle zur Erkennung abweichender. Oh mein Gott. Abweichende. Ja, Abweichungen und Beschädigungen müssen auf allen Ebenen verhindert werden. Mit effizienten Gegenprotokollen können Drohnen, die im Verdacht stehen, abweichende Aktivitäten zu verzeichnen, schnell beendet werden, bevor sie Korruption weiter verbreiten können. Gut, Abartigkeit auf allen Planeten um 10 reduziert. Oh ja, sehr gut. Okay. Okay, meine Lieben. Jetzt gucken wir mal hier. Kontrolle der Leere. Plus 5 Sternbasen. Ist richtig gut und könnte uns prinzipiell im Kampf gegen die La Vestige, die eines Tages kommen werden, ja, könnte uns zwar was bringen. So, hier hat aber das Schaden an gefallenen Reichen, Schaden an gefallenen Reichen, wie gerade denen hier, wäre natürlich auch mega stark. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Nein. Meisterhaft, okay. Transzendentes Lernen, ja, na. Führungsstärke. Gut, Erlasse haben wir jetzt nicht arg viele gemacht, haben aber mal uns die Erlasse angucken. Wir können immer nur noch momentan nur einen Erlass haben. Ja. Puh. Gut. Was haben wir denn für Erlasse überhaupt? Wir hatten den Forschungserlass. Die Flottenüberlegenheit, die uns noch was bringen würde. Befestigung der Grenze. Ja, das wären 2 Sternbasen. Aber die Reichsausbreitung von Systemen wird auch noch gleichzeitig erhöht. Das würden wir mal weglassen. Das würden wir tatsächlich weglassen. Ne, das machen wir nicht. Also, ich fände prinzipiell Kontrolle der Leere fände ich gut. Ewige Wachsamkeit ist auch richtig stark. Oh mein Gott. Also ewige Wachsamkeit ist krank, wenn wir gegen die anderen da kämpfen, gell? Ja. So. Schaden an gefallenen Reichen. Schaden an Torbauern, das machen wir einfach galaktische Anwärter. Wir sind jetzt galaktische Anwärter geworden. Wir werden ja demnächst den nächsten Aufstiegsvorteil bekommen. Von daher müssen wir uns da gar nicht so
gar nicht so Gedanken machen. Planetary Settlement Procedure initiated. Ereignis? Stopp, okay. Oh mein Gott. Hauptquartier der ersten Liga. Fenhabanis 3 war fast über den gesamten Verlauf ihrer Geschichte das Verwaltungszentrum der Liga der Ersten und diente auch als Sitz ihres Großsenats. Der Planet war dicht bevölkert. Eine planetenweite Stadt bedeckte einen Großteil der Oberfläche. Zur Ernährung der unzähligen Milliarden in dieser enormen Metropole mussten Lebensmittel von anderen Mitgliedswelten importiert werden. Als die Liga kollabierte, hörte diese Nahrungsversorgung quasi über Nacht auf. Wer konnte, brach zu anderen Welten auf, aber der Großteil der Bevölkerung blieb zurück. Als Kriegsfürsten und verbrecherische Organisationen den Planeten unter sich aufteilten, führte dies zu einer großen Hungersnot und Anarchie. Die Bevölkerungszahlen sanken einige Jahrhunderte lang zusehends, bis der Planet kaum noch mehr als eine leblose Geisterwelt war. Ein Grabschiff für die Liga der Ersten. Faszinierend. Einigkeit erlangt. 9999. Alles klar. Sozialforschung 500. Einfluss 150. Und neue Aktion. Geheimnisse der Liga der Ersten. So, das war das. Machen wir auch nochmal Pause. Eisenfresser. Bei der Ausgrabung wurde auf Tonobo Prime frische Proben des bizarren membranartigen Gewebes entdeckt, das die planetenumspannende Maschine bedeckt. Unsere Forscher haben durch sorgfältige Analyse festgestellt, dass diese organische Substanz das Nebenprodukt einer bösartigen, eisenfressenden Bakteriophage oder Ferrophage ist. Dieses außerirdische Virus infiziert eine einzigartige Bakterienart und verstärkt dessen biologische Prozesse, um die Oberfläche von Eisenmetalllegierungen aufzulösen. Nach dieser intensiven chemischen Zersetzung absorbiert das Virus die Eisenatome, die für eine fortlaufende Replikation erforderlich sind. In einem bizarren Beispiel eines xenologischen Parasitismus breitet sich dieser Ferrophage entlang der alten Maschinerie immer weiter aus und hinterlässt einen Biofilm, der aus toten Bakterien und Ablagerungen besteht. Beunruhigend. Eieiei. Okay. Nee, dann grab mal weiter. An den Eisenfressern. Okay, jetzt trotzdem, jetzt hier mal gucken, was ist mit Fenhabanis. Fenhabanis werden wir jetzt mal schön erforschen. Und da möchte ich bitte auch, dass er sich dorthin bewegt, ja. Gut, Sozialforschung. Was machen wir? Die Flottenkapazität oder das Befehlslimit? Ich würde fast sagen, wir machen die Flottenkapazität. Aber die Fähigkeitsstufe plus 1 und ja, Unterhalt ist uns egal, aber die Fähigkeitsstufe plus 1 fände ich jetzt auch nicht verkehrt. Planetary Settlement Procedure ja. Initiated. Construction complete. Wir machen das mal so rum. Das passt schon. Ship augmentations completed. Voltop ist noch nicht vollständig erkundet. Was ist los? Planetary Settlement Procedure initiated. Na dann komm, jetzt gehen wir halt nach. Jetzt reisen wir schon mal nach Voltop. Vorsichtshalber. Und dann, meine Lieben, werden wir demnächst das Ende der Hythian Trade Union sehen. Wir werden das Ende der Kempulchi sehen. Aber dazu werden wir auch das Ende der Spiron Dynastic sehen. Und hier drüben kämpfen wir dann gegen die Uba-Xang. Und wir kämpfen gegen alle. Wir kämpfen gegen sie alle. Oh ja. Wir kämpfen gegen alle. Ich muss husten, es tut mir leid. Wir kämpfen gegen alle. Wir nehmen mit, was wir können. Hier verscherben wir mal wieder ein bisschen was. So. Passt. Was haben wir erforscht? Die Baugeschwindigkeit des Schlachtschiffs. Super. Minenkomplex. Oh Gott. Ey, es ist einfach schlimm. Ja, wir machen die Erkenntnis über das enigmatische Tor vielleicht. Ne, wisst ihr was? Wir machen jetzt die Kristallplatten. Die gehen nur 2 Monate. Und das ist ja gar nichts. So. Alien-Kaserne. Wissenschaftsoffizier Computersynctractrix Gudemann hat eine gründliche xenohistorische Analyse der militärischen Einrichtungen auf Xir 2 vorgenommen.
Sie hat jedoch nur wenige greifbare Resultate eingebracht. Die Basis wurde gebaut, bevor der Planet völlig karg wurde. Ob seine aktuelle Unwirtlichkeit aber das Resultat eines bewaffneten Konflikts ist, friedlichere Gründe hat oder gar zu einem natürlichen Prozess gehört, ist unklar. Von ihren Kampfstrategien und Taktiken kann jedoch abgeleitet werden, dass sie nicht viel fortschrittlicher als die unseren waren. Positiv ist zu vermerken, dass Wissenschaftsoffizier Computers und Traktrix behauptet, von den Elgin-Überresten sehr inspiriert worden zu sein. Okay, cool. Fachwissen, Militärtheorie. Na dann. Na dann, so. Jetzt wollen wir aber hier mal gucken. Das sind jetzt Flotten, die wir da zusammengelegt haben. Okay. Hier haben wir jetzt die Beta und die Intersolar. Ja. Die graden wir beide ab. Das passt schon. Gut, hier unten. Da graden wir auch ab. System Survey complete. Perfekt, so. Ja, meine Lieben, ihr macht's nicht gut, Xaver Oolong. Ihr habt uns hier jetzt leider geärgert. Und deswegen werdet ihr demnächst. Technological acquisition successful. Demnächst werdet ihr alle verstärkt. Ship augmentations completed. So, Achtung. Rumpf. Stärke Kreuzer. Construction complete. Machen wir. Planetary settlement procedure initiated. Okay, alles Technological klar. Acquisition successful. Junge, es geht immer Schlag auf Schlag bei uns. Also, wir haben jetzt schon die Fähigkeitsstufe plus 1. Perfekt, jetzt sind wir wieder bei der Flottenkapazität gelandet. Ja, das sind jetzt hier Sachen. Dann machen wir mal Grundlagen und dann eine höhere Tierstufen, um da der Forschung reinzukommen. Das passt schon. Ach ja, so. Also ich habe ja gesagt, ich mache diese ganzen Upgrades immer am Anfang dann von der Folge, aber man kann ja auch mal ein bisschen so jetzt hier was bauen. Warum denn nicht? 44 verfügbare Jobs, hör auf, ey. Hier fehlt uns Abyss. Gute alte Frippit. Ja, gut, sind alle solche Mischmaschwelten schon brutal, ey. Ja, das ist ja schlimm. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche neuen Gebäude haben, die wir übersehen haben, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube eher weniger. Was fehlt uns denn? Exotische Gase fehlen uns. Na dann. Dann holen wir uns exotische Gase. Was? Wie sieht es auf einem guten alten Klo aus? Da fehlen uns Wohnungen, aber Nexus-Distrikt wird gebaut. Na also, bei Shadowy können wir was bauen. Da haben wir eine ganze Menge Ressourcensilos. Ja. Ja. Ressourcensilos und dann graden wir auch den Bunker ab. Minennetzwerk. Ich denke mir immer, gibt es da nicht inzwischen was Besseres ein bisschen? Auch nicht wirklich, oder? Und dann machen wir mal eine Gasraffinerie noch hin. Und auf das Crazer. Alles blöd, oder? Gut, wir machen ein fortgeschrittenes Kraftwerk. Und die gute alte Welt, tut mir leid. Ja, finde ich gut. Lacro. Und da kommt das Energienetz. Ja, jetzt sind wir bald durch. Keine Sorge, wir sind bald durch. Graden wir als erstes das hier auf.
Und dann auch noch ein fortgeschrittenes Kraftwerk. Brauchen wir einfach die fortgeschrittenen Kraftwerke. Wir haben hier viele Planeten fertig. Und fünf werden noch, ne, sechs werden kolonisiert nebenher noch. Uah. Ship augmentations completed. Perfekt. Was bist du? Hythien, was macht ihr bei mir drin? Hm? Meine Hythien-Freunde, wie sieht es überhaupt aus mit den Hythien? Wann können wir denn den Krieg erklären? 2344, noch 6 Jahre, Leute. Ich beleidige euch. Ihr seid das allerletzte, was hier rumläuft. Ihr seid das allerletzte. Und hier mitten in unserem Reich. Ah. Befinden sich die Jungs hier. Gut, dann graden wir die auch mal ab und dann werden wir von verschiedenen Punkten kommen und die Armeen auch mal ausheben langsam. Dann machen wir hier. Construction complete. Dann machen wir hier ziemlich schnell, machen wir da Schluss dann. So, okay. Fangen wir mit dem Ereignis an. Bioterrorismus. Nein, archäologische Städte gesperrt, verflucht. Indem unsere Archäologen eine Reihe von teilweise rettbaren Nachrichten zusammensetzten, die tiefer in den verrottenden mechanischen Einrichtungen auf Tonobo Prime gefunden wurden, haben sie festgestellt, die Sätze sind endlos lang, dass die Ferrophage von einer Gruppe Rebellenwissenschaftlern auf dem Planeten erschaffen wurde. Aber diese Bioterroristen waren Teil einer Zelle, die sich dem monopolistischen Konzern widersetzte, der die planetenumspannende Maschinerie baute. Sie versuchten offenbar dem allgegenwärtigen Einfluss des Konzerns auf der ganzen Welt ein Ende zu setzen, indem sie den Ferrophagen freisetzten. Okay, Sozialforschung und einen kleineren Artefakt gefunden. Naja, okay, gut. So ist es halt. Was haben wir erforscht? Die Landwirtnahrung, perfekt. Wir möchten ja einfach da uns nur durch. Alles Agrar, schaut euch alles an, alles uninteressant für uns. Da gehen wir jetzt halt durch. Weil wir es müssen. So. Jetzt glaube ich einfach, dass wir diese ganzen. Na, obwohl, wir brauchen schon ein bisschen was. Wir brauchen schon ein bisschen was an Flotte. Technological acquisition successful. Wir brauchen ein bisschen was an Flotten. Construction complete. So, okay, die Admiralen. Die gehen hierher. Was haben wir jetzt erforscht? Die Hydrokultur. Ja, das geht, ich sage, das geht jetzt zack, zack. Klimawiederherstellung. Okay, jetzt können wir aber dann die Flottenkapazität erhöhen. Das Befehlslimit für die einzelne Flotte. Ja, muss jetzt nicht unbedingt priorisiert werden. So, jetzt gucken wir mal nach unserem Konstruktionsschiff. Da habe ich mir schon gedacht, dass der nichts macht, der Gute. Was machst du, mein Freund? Auch wenig, um ehrlich zu sein. Beweg dich schon mal darüber. Construction complete. Und wie schaut es dort aus? Ja, also es sieht noch gut aus. Wir können gleich mal verbessern, ohne jetzt einzelne Module hier bauen zu müssen. Aber wir bauen mal ein Schiffswerft. Und wir bauen auch mal einen Horchposten noch mal hin. Wobei wir, wenn es um den Kampf ginge, ja, müssten wir hier nach Riadore. Das wäre der Punkt. Hier, ja, okay. So, jetzt gehen wir aber mal weiter auf den Expansionsplan. Ist kolonisiert. Ich finde es so brutal. Starke Gravitation. Bewohnbarkeit plus 5. Oh, und da können wir einen Forschungsplaneten draus machen. Machen wir. Wir nehmen sie halt einfach alle mit. Das ist richtig heftig, Leute. Wir nehmen sie einfach alle mit. Krass, ey. Ohne Witz, ich sag's euch. Das ist so brutal. Na, aber gut. So, bei Bruins Singularity
Ja, da warten wir noch, bis alles gebaut ist. System Survey complete. 4K, wir sind jetzt auf 4K. Wow. Planetary Surface Settlement established. Wir sind auf 4K, meine Lieben. Technological acquisition successful. Stopp, jetzt gehen wir auf Situationsprotokoll. Gucken wir uns an, um mal keine Anomalien zu finden, alles klar. So, mein Freund, was machst du? Wow. Mächtige Geschichte hier. Oh ja, vererbbar ist eine Reliktwelt. Mit trockenem Klima, wie schaut es denn hier so prinzipiell aus? Eingestürzter Turm, massiver Spalt, zerstörte Solarfarm, Reaktorgruben, oh, Bergbautunnel, Archäologien zerstörte. Eine ganze Menge dichte Ruinen, die bringen uns Forschung, metallische Friedhöfe, plus 3 Bergbaudistrikte. Junge, Junge. Also das wird hier gut abgehen. Oh. Okay, wir haben die Überlichtgeschwindigkeit, perfekt. Geschwindigkeit ist natürlich richtig ideal, ja. Technological acquisition successful. Erweiterte Gefechtsrollen, alles klar, sag ich dir jetzt. Wovon haben wir genug? Das sind natürlich die Mineralien. Mal wieder. Verkauft man eine Handvoll. Verkaufen wir auch ein paar Legierungen. Kaufen. Exotische Gase, alles klar. So, jetzt ist es soweit. Den optimierten Nexus, also eine. Achso, wir haben schon 5. Ne, hier, sorry, hier müssen wir. Also, sorry. Drohnennetzwerk, alles klar. Die Produktion der Arbeiterdrohne um 5% erhöht. Boom, perfekt. Oh, Leute. Jetzt wird es schon wieder schwierig. Maschinenwelt, wann können wir das denn machen? Erfordert die Technologie Klimawiederherstellung. Wisst ihr was? Wir warten jetzt und gehen dann auf die Maschinenwelten. Ja, schon klar, schon klar. Wir müssen das andere Ding hier erforschen und dann Durastahlpanzerung Level 4. Klar, nehmen wir Durastahlpanzerung Level 4, hallo? Ship augmentations completed. Und go. Jetzt, Moment, wo kannst du vielleicht was Sinnvolles jetzt machen? Ah, gerade zur Mondbasis, oder? Ne, Grabung abbrechen. Ne, nicht abbrechen. Bitte. Nochmal. Geh zu. Du. System Survey complete. Fliegst mal dorthin, alles klar. Das war die Mondbasis. Construction complete. Du bist zur endlosen Weite. Planetary Surface Settlement established. Oh, Ereignis. Ausstehend, alles klar. Pause. Corpora starten. Nach sorgfältiger Rekonstruktion alter in elektronischer Form gespeicherten Unternehmensunterlagen auf Tonobo Prime haben unsere Archäologen festgestellt, dass das Unternehmen Vergeltungsmaßnahmen gegen die Bioterroristen ergriffen und massive Wirtschaftssanktionen gegen die Regionen der sogenannten Corpora-Staaten, aus denen die Rebellen agierten, verhängt hat. Als es schließlich zu einer kritischen Energie-, Versorgungs- und Nahrungsmittelknappheit bei den betroffenen Staaten kam,
eskalierte die Situation bedauerlich. Zwei Artefakte. Oh ja. So. Wir haben die erweiterten Gefechtsrollen schon erforscht. Perfekt. Autonomer Schiffsverstand. Aha. Die Reaktionszeit wird erheblich verbessert. Ehrlich. Aber Credits von Technikern und Credits brauchen wir. Wir machen uns die Credits. Ja, ich bin eher der Wirtschaftstyp. Construction complete. Ja. Jetzt warte. Gehen wir aufs uralte Schlachtfeld. So machen wir es. Weil auch immer sie ankommen, ich gucke da gar nicht drauf, wann die ankommen. Also da müsst ihr euch nicht wundern. Ich will es gar nicht wissen. So, hier. Oh. Und Expansionsplaner ist kolonisierbar. So viel ist schon wieder kolonisierbar. Wo bist du? Planetary Surface Settlement established. Hä? Planetary Settlement Procedure initiated. Fenhabanis möchten wir doch kolonisieren? So machen wir das. Jawohl, Fenhabanis 3. Wird kolonisiert. Ship augmentations completed. Ja, perfekt. Planetary Surface Settlement established. Gut, außer wir machen es anders. Wir machen hier einen Dreierriegel mit Stationen. Brauchen wir aber auch nicht. Wir brauchen keinen Dreierriegel mit Stationen. Hallo. Planetary Surface Settlement established. Gut, wir haben die Durastal-Panzerung erforscht. Perfekt. Plus 20.000 Speicherkapazität. Echt jetzt? Megastrukturrestaurierung. Ja. Wisst ihr was? Wir gehen aufs Megabauwesen. Das machen wir schon. Wenn wir hier drüben dann uns ein bisschen gefestigt haben, ja, dann wird auch dagegen die Uwa Xanithong der Krieg erklärt. Ich möchte nur keinen Streit mit den Vestige haben, aber ja, glaube ich nicht, dass es dazu kommt. Construction complete. Ah, okay. Dann haben wir hier gebaut. Perfekt. Jetzt gab es doch noch das eine oder andere auf Mira zum Beispiel. Gehen wir mal nach Mira runter. Okay. Tja, alles harmlos, gell? Die Drone Expansion Fleet, ja gut. Planetary Surface Settlement established. Sind relativ uninteressant. So, was haben wir wieder? Mineralien haben wir genug. Verkaufen wir mal eine Handvoll Mineralien. Lebensmittel haben wir auch. Brutal viel. Gibt's ja gar nicht. So, okay. Ach, die guten alten Lebensmittel. Vitrusius, ja, das sind so. Jetzt unsere nächsten. Unser Reich, schaut es euch an. Oh Gott. Abartig, wenn uns das hier noch gehört. Oh, und hier. Oh Mann. Wächter besiegt. Mitron Confederacy hat im fernen Rodensystem, Perry-Rodensystem, eine alte Bedrohung eliminiert. Echt. Oh, und haben aber was Gutes hier gewonnen. Gell? Ja, gut, die sind aber zu weit weg. Planetary Settlement Procedure. Ich weiß gar nicht, sollen wir mal probieren, ihn hier zu holen? Aber dann sind ja unsere ganzen. Construction complete. Unsere ganzen Flotten doch im Eimer, oder nicht? Construction complete. Gut, dann. Geh mal hier rüber und was hast du gebaut? Du hast hier gebaut. Ja, perfekt.
So, jetzt stopp. Jetzt sind wir noch hier. Jetzt hat er es ja wohl. Ah nee, der verbessert immer noch. Alles klar, der verbessert noch. Na dann, okay. Perfekt. Und dann wird es langsam spannend hier. Das finde ich schön, wenn alle hier am Arbeiten sind. Wenn es hier keinen gibt, der in irgendeiner Weise faul wäre. Naja. Aha. Gepulchi, meine Freunde. Ups. Möchte nur mal sagen. Situationsprotokoll, Sieg. 25, 27.000? Oh je. Yeah. Okay, Pulchi, wo seid ihr? So weit oben. Wow, okay, Pulchi in der Solar. Also die beiden, die sind hier in der Nähe, unsere Freunde, mit denen es bald hier abgeht. Mhm. High Kingdom of Tyr Remote, vor denen habe ich Respekt, weil ich den Namen gut finde. Construction complete. Ja. Doch, ist so. The High Kingdom of Tyr Remote. Ship augmentations completed. Okay. Construction complete. Ach ja, also. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Planetary Settlement Procedure initiated. Ah, und der fliegt automatisch schon mit. Okay, perfekt. Ja, perfekt, oder? Okay, hier Planetary sind wir auch schon vorbereitet. Initiated. Wir müssen es halt hier schnell schaffen. Und dann gleich darunter, dass die uns da nicht auf den Keks gehen. Jetzt haben wir hier aber noch ein Problem mit Castaba. Und Castaba Technological Acquisition successful. Ist ein Planet, ist kein Planet, oder? Nein. Okay, 20% mehr Energy Credits. Wow, das ist einiges. Das ist richtig einiges, gell? Ein Röntgenlaser. Hyperantriebsverstärker. Überlichtgeschwindigkeit plus 10%. Ja. Es gibt hier nichts Wichtigeres als Geschwindigkeit. So. Jetzt sind wir hier unten. Da haben wir Versorgungs-, wisst ihr was? Construction complete. Das verbessern wir auch gleich nochmal. Und haben hier Schiffswerften, alles klar. Da würden wir aber Hangar bauen. Und was machen wir noch? Wisst ihr was? Eigentlich zwei Hangar. Kommt eine Raketenbatterie. Und hier sind die Versorgungsschläuche. Die finde ich aber irgendwie doof. Wir machen dann Horchposten draus. Und wovon haben wir schon wieder zu viel? Von Mineralien. Gibt's gar nicht. Und wir haben einen Zugewinn von 1293 Energy Credits. Na dann. Technological Acquisition successful. Ups, stopp. Und wir haben die Flottenkapazität um 30 erhöht. Okay, sind es auf 691. Gut, das ist gut. Ökologische Anpassung. Ja gut, wir möchten ja diese Klimaveränderung im Endeffekt dann haben. Da braucht man einen ganzen Haufen. Wir machen die ökologische Anpassung. Ja. Construction complete. So, jetzt brauchen wir da glaube ich nicht beide Flotten. Wir nehmen mal die Beta-Flotte. Und die Beta-Flotte fliegt mal hier rüber zu dem Maelstrom. Ja, dass die einfach schon vorbereitet sind, dass wir dann den Angriff auch ordentlich Planetary Surface Settlement established können. Hier wird man dann nach Sowood, okay, nach Sowood gehen.
Gut, er fliegt hier durch. Das passt uns auch. Interferenzen abtrünniger Drohnen auf Hi-4. Das Netzwerk beschädigter Drohnen auf Hi-4 hat damit begonnen, den Betrieb unserer Funktionseinheiten zu stören. Ihre Signale übertönen die der zentralen Intelligenz, was zu einem trägen und manchmal unberechenbaren Verhalten unserer Arbeiterdrohnen führt. Minus 30. Echt jetzt? Minus 30. Hör auf, ey. Machen wir mal einen hier auf Wartungsdrohne. Dich ersetzen wir durch Montageanlagen. Wir haben 7 Bewohner. Gut, da können wir hier noch ein Like viel machen. Der Rest sieht eigentlich dann ganz gut aus. Fen Habanis. Oh ja. Hat uns richtig was gebracht. Construction complete. So, es ist schon die Construction complete und als letzte Aktion dieser Folge werden wir diese archäologische Stätte uns angucken. Planetenumspannende irgendwas. Na dann. Drohnenversagen. Eine sorgfältige Untersuchung einer Reihe von Überresten mechanischer Kampfdrohnen hat ergeben, dass diese ein Eindämmungsversuch waren, die eingesetzt werden, was? Nachdem die Aufstände begannen. Okay. Interessanterweise scheint das Unternehmen, das hinter der planetenumspannenden Maschinerie Care steckt, der Herstellung der meisten eingesetzten Drohnen gewesen zu sein scheint. Ey, was von Deutsch ist das denn? Das lese ich so schlecht. So, währenddessen flammte der Ferrophage auf und fraß sich weiter durch die Maschinerie von Care. Da schreibt uns das jetzt anders. Ist das jetzt ein Rechtschreibfehler? Leute, was ist denn da passiert bei euch? Scheinbar unempfindlich gegen alle Versuche des Unternehmens, seine Ausbreitung zu stoppen. Interessant. Ein Artefakt gefunden. Okay. So, meine Leute, und das war's für diese Folge. Ohne Krieg, ohne alles. Einfach mal friedlich davor sie uns hingewuselt. Und das nächste Mal, ja, wird es anders aussehen. Da ja, geht es dann ab. Wir haben ja schon unsere Flotte ein bisschen in Position auch gebracht. Verschiedene Positionen. Und ja, es geht ab. Ich freue mich schon. Macht's gut. Achso, lasst ein Like da, ein Abo und ein Kommentar, selbstverständlich. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.